Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Wir melden uns vom wunderschönen Mondsee. Hier in diesem Ort habe ich Schlagzeugspielen an der Musikschule gelernt und Österreich ist halt leider wieder im Volllockdown. Hier ist alles geschlossen. Nicht nur die Konzertsäle, Opern und Theater, nein, die Schulen, die Universitäten, die Geschäfte. Und so haben wir uns gedacht, treffen wir uns einfach in der wunderschönen oberösterreichischen Natur. Wir haben bestes Wetter und eigentlich müsste man richtig gut drauf sein. Leider aber vermissen wir unser Publikum und so trifft es sich hervorragend, dass wir zumindest mit Klick-Klack tolle junge Künstler präsentieren können. Beginnen wollen wir unsere Sendung mit einer besonderen französischen Sängerin, Léa Desandre. Sie ist uns schon lange aufgefallen und wir wollten sie vor Corona schon treffen und waren dann mit ihr verabredet und dann kam eben diese Pandemie dazwischen. So mussten wir unser Treffen immer wieder verschieben. Aber in Salzburg, als wir quasi Normalität im letzten Sommer hatten im August und wir große Künstler in Salzburg erleben durften, da haben wir sie dann getroffen. Es ist eine besondere Sängerin, die eine glasklare, zarte Stimme hat. Und sie hat sich ein bisschen auf die alte Musik spezialisiert. Und was bei ihr auch ganz besonders ist, ist, sie hat Tanz gemacht. 12 Jahre Ballett. Hat sich dann letztlich aber doch für den Gesang entschieden. Und jetzt freuen wir uns sehr, dass wir diese wunderbare Künstlerin Ihnen bei Klick-Klack präsentieren dürfen. Meine Damen und Herren, Léa Desandre. Wonach ich in der Stimme suche, ist Klangreichtum mit vielen Obertönen. Ob du hoch oder tief singst, alle Töne sollten so ein volles Klangspektrum haben. Es ist nicht wichtig, welche Note man singt. Je mehr Obertöne die einzelnen Töne haben, umso mehr Vibrationen hat die Stimme. Und das löst Gefühle aus. Ich habe mit 12 Jahren mit dem Gesang begonnen. Ja, man kann sagen, es ist spät, aber es ist auch früh, denn die Stimme entwickelt sich ja noch. War deine Mutter Sängerin? Meine Großmutter war Opernsängerin und meine Eltern arbeiteten in der Filmindustrie. Und so bin ich mit all den Songs von Mary Poppins, Sound of Music und My Fair Lady aufgewachsen. Und schon mit 5 Jahren habe ich diese Stücke gesungen. Aber gleichzeitig hatte ich Ballettunterricht. Mit 12 bin ich in einen Chor gekommen, und zwar in den Chor der Pariser Staatsoper. Und dort habe ich unglaubliche Sänger zum ersten Mal gesehen. Du warst sicher auch bei Carmen auf der Bühne. Genau. Und ich war so fasziniert. Es fühlte sich alles ganz natürlich an, wie wenn man nach Hause kommt. Fermati, face, dammi, usa, cecu, regno, squallido, cecu, regno, squallido, furore, socce, barbari, furie, 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 venite, mannos. Musstest du dich dann zwischen Tanz und Gesang entscheiden? Da war ich 13. Ich war gerade bei den Vorbereitungen, um beim Opernballett in Paris aufgenommen zu werden. Das war die letzte Möglichkeit, um aufgenommen zu werden. Aber ich hatte auch mit dem Singen angefangen. Und ich mochte es so sehr. Da sagte meine Lehrerin, du musst dich entscheiden. Singen und Tanzen erfordern viel Disziplin. Und du kannst nicht beides gut machen.
Da dachte ich, okay, wenn ich tanze, dann ist das wundervoll. Aber wenn ich singe, dann kann ich vielleicht auch bei Aufführungen auf der Bühne tanzen. Sicher nicht auf dem gleichen Level. Außerdem hatte ich entdeckt, dass ich beim Singen meinen Körper und das Adrenalin genauso spüre wie beim Tanzen. Für mich ist Singen atmen und gleichzeitig entspannen. Und wenn du dich gut fühlst und keine Anspannung hast, wenn du wirklich in dir ruhst und nicht so viel nachdenkst, dann fühlst du dich richtig mit der Erde verbunden, wie ein Tier. Das spüre ich auf der Bühne. Ich bin dann wie ein Löwe und ich bin hier. Wenn du diese Koloraturen singst, die sind so sauber. Wie machst du das? Denkst du da an den letzten Ton der Phrase? Um diese Spannung zu halten, glaube ich, war die Ballettausbildung vielleicht ganz hilfreich. Ja, mit Sicherheit. Du musst den Takt spüren. Aber die Wahrheit ist, ich übe sie so oft, bis sie automatisch laufen. Wenn du hier anfängst nachzudenken, hast du eh verloren. Du hast eine CD mit Sabine de Vier aufgenommen. Eure Stimmen passen so gut. Ja, du hast recht. Unsere Stimmen passen wirklich gut zusammen. Das kann man nicht erklären. Es ist, wie wenn du jemanden triffst und du weißt sofort, ich möchte ihn näher kennenlernen. Wenn zwei Stimmen so zusammenpassen, das hat einfach Magie. It's magic. Es gibt da eine Passage, da singen wir unisono. Also wir singen gleichzeitig dieselbe Melodie. Wir hatten doch vorher über Klang gesprochen. Und unsere Obertöne sind so miteinander verschmolzen. Das war einfach faszinierend. Wie geht es dir heute? Ihr hattet ja gestern Premiere. Ja, das ist eine große Erleichterung. So eine Premiere ist ja schon etwas Besonderes. Man zählt die Stunden vor der Premiere. Und erst wenn man dann im Theater ist und man bereitet sich vor und ist in der Maske, dann löst sich der Stress langsam auf. Und am Abend war es dann einfach nur eine einzige Freude. Thank you.
Das Biener ist ja eine lustige Rolle, unter anderem verkleidet als Doktor. Verstellst du gern deine Stimme? Oh yeah. It's the first time I do that. I was scared at the beginning. Nun, es war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und anfangs hatte ich schon Angst. Wir Sänger haben ja eine ganz tiefe persönliche Beziehung zu unserer Stimme. Und sie soll ja schön klingen. Hier aber machst du deine Stimme mit Absicht hässlich. Das ist anfangs ganz schön irritierend. Aber dann macht es einfach nur noch Spaß. Der Doktor ist ja lustig, aber der Notar, da wird es richtig krass. Hier mache ich Dinge, die meiner Gesangslehrerin gar nicht gefallen würden. Als Despina kannst du etwas Neues ausprobieren. Nach so einer Aufführung, wie fühlt man sich da? Ist man da sehr empfindsam? Man hat sich ja komplett geöffnet. Ja, aber ich möchte eigentlich immer so sein. Das Leben ist kurz. Ich will nicht viel zögern. Ich versuche, allen gegenüber offen zu sein, auch wenn es nur eine 5-minütige Begegnung ist. Ich versuche, ganz da zu sein. Ich denke, es liegt alles in uns. Man muss mit sich im Reinen sein, sich selber mögen. Und nur so kannst du auch andere mögen und ihnen Liebe schenken. Und so ist es auf der Bühne. Meine Aufgabe ist es, keine Maske zu tragen. Aber ich muss schon auf mich aufpassen. Lea de Sandre, eine wunderbare Stimme, die direkt ins Herz geht. Und ich bin ganz sicher, dass wir diese junge Sängerin sehr oft in den nächsten Jahren noch erleben werden, auch bei Klick-Klack. Sie haben vielleicht den Herrn nebenan gesehen, der sie begleitet hat auf der Laute. Das ist Thomas Dunford. Den kennen wir bei Klick-Klack schon länger. Ja, wir sind hier in ganz Europa unterwegs und hören und sehen die besten Künstler der Welt. Und ihn haben wir zum ersten Mal gesehen in Amsterdam. Und das hat uns im Konzert so beeindruckt, dass wir ihn gleich danach im Künstlerzimmer besucht haben. Und wir waren ganz begeistert, was er auf seiner Laute so ganz spontan alles für uns spielen konnte. She was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. I'll never dance with another. Since I saw her standing there. Oh no, I know. This one. Love this song. You play rock. Du spielst Rock, Jazz und alte Musik. Nun, ich spiele ja die Laute und das bedeutet Barockmusik. Aber auf dem Gymnasium habe ich viel Jazz gespielt mit Freunden und das hat Spaß gemacht. In Wirklichkeit hat Barockmusik viel mit Jazz gemeinsam. Denn auch in der Barockmusik wird improvisiert. Und das hat alles eine gemeinsame Basis. It's only that the music is always created from that, but it's the same as in the road jack and try to come back. It's been through the ages, I think.
Als wir ihn damals im Konzertgebäude in Amsterdam getroffen haben, im Künstlerzimmer, da hatte er nicht so richtig viel Zeit. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass er auch heuer in Salzburg war. Und er hat sich für uns Zeit genommen vor dem Festspielhaus und exklusiv für Sie, liebes Klick-Klack-Publikum, Musik gemacht. Wie hast du die Laute entdeckt? Hast du zuerst Gitarre gespielt? Ja, ich habe ein bisschen Gitarre gespielt. Ich war 6 Jahre alt und bin mit meinen Eltern, die beide Viola da Gamba spielen, mit zu einem Workshop gegangen. Oh, they are musicians. Yeah. Oh, I see. And so. Nun, das war ein bisschen langweilig und dann fragten sie mich, ob ich nicht einmal die Laute ausprobieren will. Und du hast dich gleich verliebt? Mir hat dieser intime Klang und der direkte Zugang an den Saiten gefallen. Und es gibt so viele Farben. Das war mein erstes Stück. Du kannst so viele verschiedene Klänge auf einer Seite herstellen. Das hat mich fasziniert. Und dann gibt es so viele Improvisationsmöglichkeiten, gerade in der Renaissance-Musik. Eine meiner Aufgaben als Lautenspieler ist der Continuo. Hier improvisierst du. Das ist wie beim Jazz. Du hast vorgegebene Akkorde, aber was du damit machst, bleibt dir überlassen. Also, kein Konzert ist wie das andere. Ja, genau. Das ist wie im Leben. Und das ändert sich ja auch ständig. Alles entsteht im Moment. Und jeder Moment ist anders. Ich mag alle Art von Musik, egal ob Bruckner oder Beethoven oder die Beatles. Dylan. Kann man denn Beethoven und Bruckner auf der Laute spielen? Habe ich noch nicht probiert, aber warum nicht? Leute mögen ja gerne Schubladen. Das ist Barockmusik, das ist Renaissance-Musik und das ist Pop. Aber es geht doch alles auf dieselbe Tradition zurück, nämlich auf Musiker, die sich Lieder ausgedacht haben. Ich mag es, Dinge zu vermischen. Leute sagen ja, Klassik muss ernst sein. Kannst du uns das mal zeigen? Wenn ich zum Beispiel etwas von Dowland spiele. That would be Dowland, and you could do. Mm-hmm.
dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to arrive. Or Dallin would be, now, oh now, I need my spot. Eigentlich ist es doch immer das Gleiche, von Paul McCartney bis Dowland. Da ist ein Typ mit einer Laute. Und klar hatten die unterschiedliche musikalische Sprachen, aber immer ist da ein Typ mit einer Laute, der Lieder schreibt und Emotionen ausdrücken möchte. Als ich Bach eingespielt habe, und das ist wirklich sehr schwierige Musik, da war ich die ersten Tage so gestresst, richtig zu spielen. Ich habe so viel Respekt vor diesem Komponisten und ich habe mich so sehr konzentriert, meinen Fingern zu sagen, was sie tun sollen. Und das hat alles gar nicht funktioniert. Aber dann habe ich entdeckt, es funktioniert besser, wenn du eine Vorstellung hast. Klar, können musste es schon, aber dann machen die Finger ihre Arbeit allein. Das war meine Erfahrung nach 4 Tagen und dann ging alles ganz einfach. Und letzten Endes haben wir fast alle Takes von diesem Tag genommen. Ich höre Musik, ich sehe Farben und ich lasse alles passieren. Manchmal sind es Farben, manchmal Emotionen und manchmal Geschichten. Man darf auf gar keinen Fall an die einzelnen Akkorde denken. Du musst an die Emotionen denken. Wenn du deine eigenen Lieder schreibst, denkst du da erst an die Worte? Nun, die Worte, das ist das Schwierige für mich. Die Musik kommt von allein. Der Text ist schon komplizierter. Um ein gutes Gedicht zu schreiben, brauchst du eine Inspiration. Vielleicht an einem Fluss oder an einem schönen Ort. Und dann drückst du das Gefühl aus, das du gerade erlebst, mit der Musik. Passing through the world as a blind man, filtering the sky's divine plan. Expand my mind, I begin to see another world, another reality. The being made of all the deception of individuality. Vielen Dank, Thomas, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Meine Studenten in Salzburg, die machen gerade am Marimba die Lautmusik von Bach. Und daran arbeiten wir gerade. Und irgendwie denke ich mir, falls du mal Zeit hast, komm doch vorbei und zeig uns, wie das wirklich geht. Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass Maris Jansons, der langjährige Chefdirigent des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, verstorben ist. Seine Konzerte, seine Karriere, seine Aura, das ist unvergessen. Er hat alle im Konzertsaal verzaubert. Die Musiker, das Publikum, alle, die mit ihm zu tun hatten. Und mit diesem Film, den Sie jetzt gleich sehen, wollen wir nochmal an ihn erinnern. Es ist unsere Hommage an Maris Jansons. Thank you.
Du musst inspirieren, spontan sein, einladen zu diesem Prozess. Du musst Feuer geben. Die geben dir zurück. Du nimmst diese Feuer und gibst zurück. Das ist Zusammenarbeit. Ich habe immer vor jeder Probe gewartet, dass er tatsächlich mit seiner unglaublichen Energie zu uns schaut und wir die Musik einfach erwecken. Das vermisse ich und werde immer vermissen. Ich habe irgendwie ein Gefühl in diesem Moment, dass jetzt kommt ein Teufel, ein Mephistophel und sagt, Moment, aber tanzen wir jetzt einen Walzer? Und er fängt dann so, la da 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 di, ja da 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 di. Bei Maris Jansons war es so, dass neben der Präzision für mich auch wieder Seele in die Musik kam. Und für Jansons war nicht unbedingt nur wichtig, dass wir genau zusammenspielen, sondern dass auch, dass wir wissen, was wir spielen. Zu viel, zu viel. Dominieren, Kontrabassi und Kontrafagott. Eins, zwei. Ja. So, irgendwo in den Alpen, Sie von oben, schauen Sie. Sowas, ja bitte. Man sagt, was ist Glück, wenn du stehst auf und mit Freude gehst zu deiner Arbeit. Und nach deiner Arbeit, du gehst mit Freude nach Hause. Das ist auch ein Glück. Damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden, hier vom Mondsee aus dem Lockdown Österreich. In der nächsten Sendung haben wir einen besonderen Gast, den Sänger des Jahres, Daniel Behle. Wir haben ihn getroffen in Basel und hatten unfassbar viel Freude. Wir haben Tränen gelacht, denn er hat komponiert eine neue Operette. Gleichzeitig das Libretto dazu geschrieben und man muss schon sagen und kann das ein bisschen vorankündigen, hat die Opernwelt auch ein bisschen durch den Kakao gezogen. Es macht wahnsinnig Spaß. Sind Sie mit dabei in zwei Wochen bei einer neuen Ausgabe von Klick Klack. Liebe Grüße vom Mondsee, Ihr Martin Grubinger. Ja.